15. Juni organisierten die APA, die Austria Presseagentur und Styria Digital One ein Event der besonderen Art für die Digital Business Trends Premium Partner. Der spanische Betriebswirt, Marketingprofessor und Musiker Salva López veranschaulichte anhand zahlreicher musikalischer Beispiele und einer eigenen Show-Einlage, was Unternehmen im digitalen Wandel von Coldplay, Queen und Co. lernen können. Zu diesem inspirierenden Vortrag und Austausch luden die Premium-Partner NAVAX Unternehmensgruppe und ING DiBa ihre Kunden und High Potentials ein. I think companies can learn lots of things from musicians. How to co-create, how to engage customers. In fact, musicians, we don't have customers. We only have fans. And that's something that businesses want now. They have realized that a client can be a client today, but tomorrow, God only knows if it will remain a client. No? But if it's a fan, meaning that he has a kind of emotional link with your brand, as a client, can last forever. Die Digitalisierung ist eine große Chance für Unternehmen, ihren Kundenfokus zu stärken. Neue Technologien helfen ihnen dabei, gezielt Emotionen hervorzurufen und so Kunden in Fans zu verwandeln. The way companies can turn clients into fans is creating emotional links. I mean, it's not enough having a marketing plan or a communication plan or a strategic plan. We should have emotional plans. I mean, we should design, how do we want them to feel at every touch point between them and our brand? That's the way. Es sind nicht die Stärksten oder die Intelligentesten, die in Phasen der Transformation überleben, sondern diejenigen, die bereit sind, sich zu verändern. Diese Theorie von Charles Darwin bestätigt sich auch in der Musikbranche. Bands wie Pink Floyd und Co. können Salva López zufolge eine spannende Quelle der Inspiration für Unternehmen sein. Welche Unternehmen haben es geschafft, nicht der Kunden, sondern echte Fans zu gewinnen? Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge. Vor allem von den großen Unternehmen. Das beginnt in der Automobilindustrie mit gewissen Sportwagenmarken. Das ist im IT-Bereich Apple. Also einfach Marken, die nicht nur die einfach Emotionen bei den handelnden Personen oder bei den Konsumenten erzeugen, die sie nicht nur deshalb kaufen, weil es vielleicht gut schmeckt, weil es sich gut anfühlt, sondern weil es einfach Lebensfeeling ist. Unser Unternehmen will dich mit dem Lied The Eye of the Tiger inspirieren. Wir versuchen es immer zu kämpfen, besser zu werden, immer am Top zu sein. Und unser Logo, der Löwe, die Raubkatze, ist uns, was am besten beschreibt. Mut und Offenheit für neue Denkweisen sorgen für Erfolg in einer zunehmend digitalen Welt. Salva López wirft mit seinem unkonventionellen Zugang neue Fragen auf und lädt Unternehmen ein, die Antworten auf diese in der Musik zu finden. Am besten gefallen hat mir letztendlich die Kernaussage, dass man seine Kunden nicht als Kunden sehen soll, sondern als Fans gewinnen und letztendlich mit einbinden soll in den ganzen Vertriebsprozess, Marketingprozess und auch aus dem Feedback einfach seinen Nutzen ziehen als Unternehmen. Um Mitarbeiter zu inspirieren, finde ich den Song Ein Hoch auf uns sehr gut, weil das so zeigt, wie es so im Unternehmen läuft und wie so der Zusammenhalt auch unter den Mitarbeitern ist. Und das sich dann auch wieder auf unsere Kunden oder auf unsere Fans im besten Falle auswirken kann. Wenn ich mir überlege, welche Kunden oder Unternehmen es geschafft haben, Fans zu gewinnen, dann fällt mir persönlich ein besonderer ein. Ich bin ein Bergsteiger und Kletterer und in dieser Szene hat es eine Firma geschafft, also für mich da was Besonderes zu sein und Fans zu gewinnen, das ist die Firma Mammut. Die haben es immer schon geschafft mit Werbungen und wie sie die Kletterer an sich binden, immer eine besondere Verbundenheit und Emotion zu erzeugen. Also ich habe besonders inspirierend gefunden die musikalische Reise, auf die wir mitgenommen wurden. Also das Musikquiz am Anfang sozusagen zum Nachdenken anregend und die Messages dahinter. Also ich werde mit ganz vielen Aufgaben sozusagen nach Hause gehen und überlegen, wie man das jetzt umlegen kann für die tägliche Arbeit und fürs eigene Unternehmen. So, being in a business is like making music. I mean, if you make music for your clients, they will become your fans and you will become a rockstar.